Was passiert mit dir, wenn du stirbst? Oder anders gefragt, was ist dein Werdegang? Was ist deine Zukunft als ein Mensch, der nicht an Jesus Christus glaubt? Das heißt, der keinen Frieden hat mit Gott. Du wirst einen völlig anderen Werdegang haben als wiedergeborene Christen. Aber was ist dein Werdegang? Du wirst also hier noch auf der Erde einige Jahre leben, einige Jahre, Jahrzehnte oder auch nur Monate, keiner weiß das. Und dann wirst du sterben. In diesem Moment trennt sich der Körper von deiner Seele und deinem Geist. Das heißt, der sterbliche Teil, der Körper, wird beerdigt oder du lässt ihn verbrennen oder was auch immer. Er bleibt in jedem Fall in irgendeiner Form auf der Erde und deine Seele und dein Geist werden personal und mit deiner Identität als deine Persönlichkeit ins Jenseits gehen, in die unsichtbare Welt Gottes, ins Jenseits, außerhalb der Schöpfung, in das Totenreich. Das ist ein Zwischenstadium. Und das Totenreich für Menschen, die nicht wiedergeborene Christen sind, ist direkt ein Ort der Qual. Du wirst dort direkt aufwachen und zwar ohne Gerichtsverhandlung davor. Dieser Ort wird auch Hades genannt. Das ist einfach der altgriechische Begriff dafür oder Skeol auf Hebräisch. Und dort in diesen zwei Zwischenstadien wirst du einige Zeit sein, denn hier auf der Erde wird es in der Zukunft einen Tag X geben, das ist die Entrückung. Und von dieser Entrückung an noch 7 Jahre Drangsalszeit und dann noch 1000 Jahre die Herrschaft Jesu Christi auf der Erde. Während dieser ganzen Zeit, also mindestens 1000 Jahre und einige Jahre mehr, wirst du in diesem Zwischenstadium sein und dein Körper noch hier auf der Erde. Nach diesem 1000-jährigen Reich wird es die große Auferstehung geben aller Menschen, die nicht geglaubt haben, aller Zeiten, alle Menschen aller Zeiten, die nicht geglaubt haben, deren Körper wird auferweckt und dann wirst du zusammengeführt werden mit deiner Seele und deinem Geist und deinem Körper. Und dann, nach diesen 1000 Jahren, wird das große Gerichtsereignis stattfinden, genannt großer weißer Thron. Und da wirst du stehen vor Gott und mit deiner ganzheitlichen Identität aus Körper, Geist und Seele und wirst verurteilt werden, zur ewigen Gottesferne genannt Hölle. Die Hölle ist dann der ewige Zustand, das ist ein Ort der absoluten Gottesferne und diese Hölle ist beschrieben mit metaphorischen Begriffen wie Feuersee oder Finsternis. Jedenfalls ist es ein schrecklicher Ort, geprägt von Angst, Einsamkeit und Isolation. Letzten Endes ist das die Charakterisierung der Gottesferne und in diesem Ort wirst du dann in Ewigkeit sein. Und das ist dein Werdegang, deine Zukunft. Und die Bibel umschreibt das, Jesus Christus umschreibt das, wie das Spreu vom Weizen, der einfach vom Winde verweht wird. So ist das Leben eines Menschen, der kein Kind Gottes ist.